Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Literaturland Thüringen im Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Jens Kirsten. In unserer heutigen Sendung spricht Dr. Annette Seemann mit dem Dirigenten, Musikwissenschaftler und Musikschriftsteller Professor Dr. Peter Ludwig Gülke, der am 29. April 1934 in Weimar geboren wurde und in diesem Jahr 90 Jahre alt wird. Herzlich willkommen, Annette Seemann. Herzlich willkommen, Peter Gülke. Ja, ich freue mich sehr, lieber Peter Gülke, dass wir heute miteinander sprechen. Und ich konnte ja auch ein schönes, ausführliches Vorgespräch mit Ihnen führen und weiß deshalb, wie unausschöpflich das ist, was wir bereden könnten. Und wir haben ja nur ungefähr eine Stunde. Deshalb wählen wir einige Gesichtspunkte aus. Aber ich will zunächst mal ein bisschen noch erwähnen, was Sie neben Ihrer beruflichen Tätigkeit sonst noch für besondere Dinge realisieren. Sie sind Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Sie haben den Bayerischen Literaturpreis für wissenschaftliche Darstellungen von literarischem Rang 1998 erhalten. Sie sind von 2011 bis 2014 Präsident der Sächsischen Akademie der Künste gewesen. Auch das eine ungeheure Arbeit, wie ich mir denken kann. Sie haben Uraufführungen zeitgenössischer Werke, aber auch natürlich ein großes Repertoire immer dirigiert. Sie sind auch sehr bewandert in der historischen Aufführungspraxis, kennen sich mit historischen Musikinstrumenten aus. Sie haben vergessene Werke wieder zugänglich gemacht. Sie haben verschiedene Ehrendoktorwürden erhalten. Sie sind auch Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Sie sind Weimar-Preisträger gewesen. Sie haben zwei Bundesverdienstkreuze, ein kleineres und ein größeres. Und sie sind seit 2022 Mitglied des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste. Buchveröffentlichungen gibt es natürlich auch. Also ich weiß nicht, hat der Tag bei Ihnen 48 Stunden vielleicht, ja? Ein erstes heißt Mönche, Bürger, Minnesänger. Das ist noch in der DDR entstanden. Später vielleicht dazu noch ein bisschen. Dann zu Schubert, zu Mozart, zu Guillaume Dufay, zu Schumann. Musik und Abschied, ein besonders ans Herz gehendes Buch. Dann Mein Weimar will ich erwähnen, 2019. Mit Alfred Brendel zuletzt Die Kunst des Interpretierens 2020 und soeben ist ein neues Buch fertig geworden. Auch dazu vielleicht gleich mehr. Nun die erste Frage. Ihr Herkommen, Ihre Familie, Sie kommen im Grunde von Goethe her, von Goethe und Christian August Vulpius. Und wenn Sie das uns erstmal erzählen, das sind gar nicht so viele Generationen, die Sie mit der Goethezeit verbinden. Wie kommt denn das und wie hängt das zusammen? Na gut, es gibt ja prinzipiell eigentlich einen Unterschied zwischen geschichtlichen und biografischen Zeiten. Mir ist auch erst spät klar geworden, dass mein Ururgroßvater Christian August Vulpius, also der berühmte Rinaldo, Verfasser, der aber im Grunde ein ziemlich armer Teufel gewesen ist, sein Leben lang, dass der am Ende des Siebenjährigen Krieges geboren ist und seine Enkelin, meine Großmutter, ein Opfer des Hitlerkrieges geworden ist. Das heißt, da ist eigentlich nur eine Generation dazwischen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Familie nicht reich war, dass man spät geheiratet hat und sowas kommt alles dazu. Mit dem Herkommen von Goethe bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also, dass Goethe die Schwester meines Ururgroßvaters irgendwann mal im Sommer 88 schlicht bei sich behalten hat. Das ist, wo man sagen, das allein schafft für mich keine Nähe zu Goethe. Die muss woanders herkommen, ist auch woanders hergekommen. Und die war gebremst, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, auch dadurch, dass mein Vater, der ja nun sozusagen auf der Linie da der letzte Vermittler vor mir selbst oder vor mir und meinen Geschwistern ist, dass mein Vater zu dieser konservativen Goethe-Verehrung, die in Weimar ja Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte lang
üblich war, überhaupt kein Verhältnis hat. Das hat ihn im Grunde also angestunken, diese Art zu sagen, wir sind Goethe. Bei meiner Mutter war das anders, die nun eben aus einem Adelshaus gekommen ist und die sich in diese Weimarer Atmosphäre sehr eingelebt hat und übrigens zu ihrer Schwiegermutter, der geborene Fulpius, ein ganz nettes, inniges Verhältnis hatte, was ja zwischen Schwiegereltern und Schwiegertöchtern nicht immer der Fall ist. Ja, Frauen überhaupt spielen in ihren Darstellungen immer eine große Rolle. Die haben offenbar stark auch ihre Biografie, ihre Jugend, Kindheit und Jugend geprägt. Da gibt es zahlreiche Beispiele. Wollen Sie darüber ein bisschen sprechen? Gut, da steht natürlich eigentlich oben an meine Mutter, die etwas bewältigt hat, was im Rückblick fast nicht mehr nachvollziehbar ist. Also 4 Kinder haben, dann die Praxis des Vaters im Krieg weiterführen, sich auf ein 5. Kind, was im Kommen ist, noch zu freuen. Und für diese Familie zu sorgen, zugleich aber auch Gäste im Haus zu haben, nämlich Evakuierte, die aus Westdeutschland, wo die französische Front schon ranrückte, im Haus waren. Wie das alles zusammengekommen ist, das kann ich Ihnen gar nicht ganz genau sagen. Meine Mutter ist eine im Grunde zurückhaltende, aber auf eine sehr zurückhaltende Weise unglaublich starke Person gewesen. Also wenn Mutter mal in der Familie aus irgendwelchen Gründen ausfiel, dann hing der Familiensegen restlos schief. Das muss man sagen. Und ein ähnliches Verhältnis hatte ich ja zu meiner Großmutter, die dann bei dem Bombenangriff am 23. Februar 1945 ums Leben gekommen ist. Eben die geborene Fulpius, die eben eine Enkelin von Christian August war, eine hochgebildete, warmherzige Frau, zu der ich deswegen ein besonderes Verhältnis hatte, weil sie, die war damals schon, also am Ende war sie über 80, sie war halb blind und halb taub oder sogar dreiviertel blind und dreiviertel taub. Und ich wurde dann als 8- bis 9- bis 10-Jähriger bestellt und ließ mir ihre Briefe diktieren. Und da war so ein ganz enges Verhältnis entstanden. Und dann habe ich natürlich doch mit anderen Leuten auch, mit anderen Frauen noch Glück gehabt. Also gerade zum Beispiel eine unglaublich musikalische Frau, die hier im Kindergarten, damals in der Adolf-Bartel-Straße, da waren eine ganze Reihe von unverheirateten Frauen zusammen, fast alles alte Sozialdemokratinnen, die übrigens noch in der Nazi-Zeit geflüchteten Buchenwäldern weitergeholfen haben. Unglaublich mutige Frauen. Mit denen war meine Mutter sehr befreundet. Meine Mutter hat dort auch Unterricht gegeben, medizinisch. Und da gab es unter anderem eine Kindergartentante, Tante Michael, eine sehr starke Persönlichkeit, man musste gut gehorchen, die auch eines Tages, so sagt sie, meinem Vater gesagt hat, Herr Doktor, der Junge ist musikalisch, da muss er ein Instrument lernen. Und sie hat sich immer zugeschrieben, dass ich also eigentlich der Anlass gewesen sein, dass ich zur Musik gekommen bin, weil ich für vieles andere auch interessiert war. Nein, und dann gab es auch noch eine Patentante, die auch bei dem Bombenangriff ums Leben gekommen ist, die war unverheiratet, hat ein unglückliches Leben geführt und hat mich wahnsinnig verwöhnt. Aber eben auch in Ihren Büchern, ich erinnere mich jetzt an das Buch über Felix Mendelssohn, da schreiben Sie auch unglaublich einfühlsam über die Begabung von Fanny, der Schwester von Felix Mendelssohn. Also ist Ihnen das sozusagen ein Anliegen, auch Leistungen von Frauen zu würdigen, auch in ihrer beruflichen Praxis? Oder? Das ist natürlich einfach eine Erfahrung als Musikant. Ja. Ich meine, mit wie viel unglaublich guten Instrumentalistinnen habe ich zusammengearbeitet. Also für mich hat diese Frage nie eine Rolle gespielt. Und nachdem ich mich also mit Mendelssohn also im Vorfeld für dieses kleine Büchlein, was ich dann über ihn geschrieben habe, beschäftigt habe, wurde mir klar, was ihm diese ältere Schwester, die ihm ja natürlich, sie war ja fast 4 Jahre älter, lange Zeit auch ein bisschen voraus war.
Und von der es ja ein paar vorzügliche Kompositionen gibt. Ähnlich ist es mir jüngst gegangen jetzt bei der Beschäftigung mit der Emilie Meyer. Ne? Ich habe die erste Sinfonie gespielt. Ich meine, eine Frau in Zeiten, nachdem die ganze große klassische Generation weg ist und alle eigentlich um Streichquartette und Vergleiche mit Beethoven einen Bogen machen, schreibt die Emilie Meyer eine erste Sinfonie in C-Moll, zu Zeiten, wo jeder bei C-Moll nur an Beethoven 5 gedacht hat. Das hat sonst keiner getan. Ich meine, die haben alle wunderbare Sinfonien geschrieben, aber und jüngst habe ich gerade mich nochmal mit Kammermusik von ihr beschäftigt. Es gibt von ihr ganz wunderbare Streichquintette. Es gibt ja auch 8 Streichquartette. Und da ist wirklich etwas wieder zu entdecken und mir ist sozusagen, ich habe da keine feministische Anregung gebraucht, weil ich meine, was habe ich auch an tollen Solistinnen und sehr, sehr guten Musikerinnen immer in meinen Orchestern gehabt. Ja, das finde ich toll, dass Sie das so sehen und dass das für Sie ganz natürlich ist. Sie sind früh zur Musik gekommen, aber wahrscheinlich noch früher auch zum Lesen, zur Literatur. Und das geht bei Ihnen eigentlich Hand in Hand. Sie sind auch ein großer Freund von Thomas Mann geworden. Und da gibt es ein bedeutendes Erlebnis hier in Weimar. Na gut, also das verdanke ich im Grunde dem Dirigenten Hermann Abendroth. Mein Vater war sein Hausarzt. Die beiden haben sich sehr gut verstanden. Sie waren vor allen Dingen so verbunden durch die Gemeinsamkeit der melancholischen Humoristen. Hatten ja beide sehr viel Sinn für Humor. Ne? Und also mein Vater muss dem Abendroth, kurz bevor Thomas Mann zur Schillerrede, also 55 nach Weimar kam, muss er ihm gesagt haben, also entschuldigen Sie, Herr Professor, ich habe da so einen Sohn, der hat so einen etwas gefährlichen Sinn fürs Höhere und er hat als Abiturient schon Dr. Faustus gelesen und jetzt redet er nur davon, wie er dann vielleicht einen Thomas Mann erleben könnte. Können Sie da was machen? Und das hat der nette Abendroth sich nicht zweimal sagen lassen und ihm verdanke ich, dass ich das erlebt habe und das war schon ein großes Erlebnis. Ne? So, ich habe es ja jüngst noch mal beschrieben, weil es soll einige natürlich zum nächsten Thomas Mann-Jahr, das haben wir ja kurz vor uns haben, soll es eine Sammelpublikation geben. Und mittlerweile gehöre ich ja wahrscheinlich zu den letzten Überlebenden, die Thomas Mann so noch so erlebt haben. Ne? Und da gibt es eine Schilderung, es gibt ja auch eine kleine Schilderung in diesem Buch Mein Weimar. Ja. Mit dem Jahrgang 1934 sind Sie während des Nationalsozialismus geboren und haben, wenn Sie erste Erinnerungen daran haben, fällt Ihnen da etwas ein, was in Weimar Ihnen auffiel? Waren plötzlich Leute anders oder gab es jüdische Mitbürger? Haben Sie da Erfahrungen? Ja, natürlich. Also ich meine, in einem früheren Buch habe ich das mal beschrieben. Ich weiß sehr genau, dass mir da war ich vielleicht 5 oder 6 oder 7 Jahre auf der Liststraße, mir ein gleichaltriges jüdisches Mädchen mit dem Judenstern entgegenkam. Und ich wusste damals nichts. Meine Eltern haben uns bewusst verschont mit solchen Sachen aus Gründen, die ich vielleicht dann noch kurz erklären soll. Ich weiß nur, dass dieses Mädchen mich angeguckt hat, so dass ich das nie vergessen habe. Die ist nur an mir schweigend vorbeigegangen. Oder ich meine auch die Geschichte, als wir anfingen auf der Straße zu spielen. Wir haben ja hier auf der Kranerstraße gewohnt damals. Autos kamen selten. Ich weiß genau, dass in der Zeit, als wir da anfingen auf der Straße zu spielen, mit 3 und 4 Jahren, das ging ja damals, dass da unter Kindern gesagt wurde, da oben auf dem Ettersberg, da sind keine Vögel mehr, da stinkt es nämlich. Also ohne, dass wir uns jetzt ein Vers drauf machen konnten. Ich hatte eine ältere Schwester, die hatte allerdings sehr viel spitzere Ohren.
Und die hat mir so die ersten, meine ersten politischen Aufklärungen, hatte. Ich weiß genau, dass sie abends mal ins Schlafzimmer kam, also als unser Vater auf Urlaub war, und sagt: Fatis, ich hab am Schlafzimmerfenster bei Fati und Mutti gehorcht. Fati hat mindestens dreimal traurig zu Mutti gesagt, und sie bombardieren die Gleise nicht. Damit konnten wir damals gar nicht anfangen. Er war natürlich gekommen aus dem Osten. Es ging darum, um die berühmte Frage, dass die Alliierten nie die großen Eisenbahnknotenpunkte, die nach Auschwitz geführt haben, bombardiert haben. Nicht, dass die Züge wirklich bis zuletzt laufen konnten. Nein, der Hintergrund ist, dass der älteste Bruder meiner Mutter war ganz eng politisch und menschlich verbunden mit den Leuten vom 20. Juli. Er hat sein Gut, er hatte ein kleines Gut in der Mark Brandenburg und hat denen das auch als Versammlungsort angeboten. Ob die es dann genutzt haben, wird in der Familienüberlieferung verschieden dargestellt. Infolgedessen mache ich daraus nicht. Aber dass meine Eltern davon wussten und dass sie natürlich im Grunde gleicher Meinung waren, ist völlig klar. Auf der anderen Seite ist klar, dass sie natürlich, es war ja eine tödliche Gefahr, sowas irgendeinem kleinen Kerl zu sagen, der mit so einer interessanten Information nicht hinterm Berge halten kann. Infolgedessen waren sie ganz froh, als ich als Fünfjähriger mal erklärt habe, der Hitler ist so erfahren, der muss nicht, der ist so erhaben, der braucht nicht mal aufs Klo zu gehen. Ne? Das ja. Familie als Schutzraum und sie werden ein großer Leser, musikalisch, sie spielen Cello und sie machen Abitur. Sie sind zwischendurch einmal in einem Internat, wie auch andere Geschwister von Ihnen. Ja. Gab es dafür Gründe? Sehr einfache Gründe. Das war die Hermann-Lietz-Schule damals in Gebesee. Und da hing eine Landwirtschaft dran. Und mein Vater konnte uns nicht ernähren alle. Wir waren immerhin schon fünf Geschwister. Und da gab es übrigens auch durch eine Freundin meiner Mutter eine direkte Beziehung dahin. Ich habe mich auf dem Internat sehr, sehr wohl gefühlt. Ich bin fast 4 Jahre dort gewesen und eine bestimmte Art von diszipliniertem Leben hat man dort natürlich gelernt. Und das, wofür nun Internate mittlerweile so entsetzlich bekannt geworden ist, davon habe ich nicht einen Hauch verspürt. Diese Hermann-Lietz-Schule war ja eine, die jetzt keine nationalsozialistische Ausrichtung hatte im ursprünglichen Sinn. Wurde das von den Nazis dann übernommen und überformt? Nein, ich muss Sie korrigieren, der Hermann-Lietz, also das ist ja eine Gründung der Jugendbewegung. Ja, ne? Eben. Ist eine, also und das haben natürlich die Nazis haben das versucht, das zu formen und Nein, es wurde dann in Gebesee, wurde dann auch eine sozusagen vom Land oder von der Partei damals eine Direktorin eingesetzt. Sicher waren die Formen in mancher Hinsicht noch sehr konservativ und auch so ein bisschen vielleicht noch nach unseren Begriffen ein bisschen faschistisch geformt. Ich für meinen Teil habe das nicht empfunden und immerhin dadurch, dass besonders durch meine Mutter ich eigentlich in dieser Richtung sehr sensibilisiert war, hätte ich das, wenn das penetrant gewesen wäre, hätte das schon sehr empfunden. Nee, das war, natürlich war es eine konservative Schule und der Staat hat dann ja auch mit Erfolg die Schule kaputt gemacht, ne? Sie kommen dann wieder zurück vor dem Abitur und legen das Abitur hier in Weimar ab. Das stimmt doch, oder? Nein, das war ein Dissens zwischen meinen Eltern. Ich habe dann am Schluss zu den Vorzugsschülern dort im Internat gehört und die wollten mich unbedingt behalten. Und meine Mutter hat gesagt, 2 Jahre vor dem Abitur, der muss mehr Konzerte und Oper erleben, der muss ein anständigen Lehrer kriegen. Und mein Vater war da so ein bisschen der geprügelte Hund, der dann kam und sagte, du, Mutti will, dass du nach Hause kommst.
Und so habe ich die letzten 2 Jahre dann hier auf der sogenannten Schiller-Oberschule, ja, so hieß sie damals. Und das war natürlich goldrichtig, war goldrichtig, diese Entscheidung. Und dann kommt bruchlos, ohne irgendeinen Militärdienst, das Studium. Ja, ja, ja gut, das mit dem, damals war das, Sie wissen ja, genau in meinem Abitursjahrgang wurde ja die Nationale Volksarmee gegründet. Ja. Und wir wurden natürlich alle unter Druck gesetzt, das sofort zu machen. Damals gab es aber einen völlig geschlossenen Gegendruck in der Klasse. Keiner hat dem nachgegeben. Und damals gab es so noch diese kleine Schutzbestimmung natürlich für Leute, die Musik studieren wollen. Was wird denn hier mit meinen Händen als Cellist und so? Also ich bin dann bruchlos auf die Hochschule gekommen. Hätte gerne dirigieren studiert, aber ich war im Klavier nicht so gut. Ich hatte mich eben doch im Wesentlichen also für das Cello sehr interessiert und habe deswegen eigentlich so als Umweg mir nur gedacht, um noch Zeit zu haben, Musikwissenschaft studiert und alte Instrumente. Ich habe ja hier sehr viel Gambe auch gespielt und wir haben hier ja ein Ensemble gehabt, das wahrscheinlich, ich bin da ziemlich sicher, als allererstes in der DDR auch ganz alte Musik, eben ab 14. Jahrhundert, Guillaume de Machaut und später Guillaume Dufay und Josquin des Prez und so weiter. Wir waren die Ersten. Das hat uns großen Spaß gemacht und das wurde natürlich durch das Studium dann für mich sehr inspiriert dadurch, dass mein wichtigster Lehrer dann in Jena Heinrich Besseler war, der ja ein Spezialist für mittelalterliche und Renaissance-Musik war. Und wir waren so eine kleine Gruppe von Studenten, denen die theoretische Beschäftigung mit dieser Musik einfach nicht gelangt hat und wir haben dann sehr viel musiziert, ne? Und nebenbei haben Sie noch Romanistik und Germanistik auch studiert. Ja. Romanistik eigentlich nur ein Jahr. Wir wurden 1956 wurde das Ordinariat in Jena geschlossen und wir mussten noch umziehen nach Leipzig. Dann habe ich gerade in Leipzig dieses dramatische Jahr 56, 57 erlebt, in dem also die große Hetzjagd gegen Ernst Bloch stattfand zum Beispiel und der Ungarn und der Polen aufstand damals. Also wir saßen alle 2 Tage irgendwo zusammen und haben politisiert und da habe ich aber dann noch Romanistik immerhin und hab dort natürlich sowieso große Lehrer gehabt. Ich meine, da waren die von Ernst Bloch habe ich nur die allerletzten Vorlesungen erlebt, dann war ja das zu Ende, aber damals gab es natürlich den Romanisten Werner Kraus, der ein ganz großer Mann war, ne? Und bei den Germanisten gab es noch den alten Korff, aber auch Hans Meyer, mit dem ich ja später dann noch viel nette Beziehung hatte. Ja, also man kann sagen, Sie haben Glück gehabt, dass Sie das alles so unbeschadet und bruchlos machen konnten. Ja. Und gleich kam dann auch noch eine Promotion, die haben Sie auch in kürzester Zeit irgendwie bewältigt. Genau, das hing auch damit zusammen, ich war damals offensichtlich schon missliebig. An sich war es ja so, in der DDR hatte man, wenn man absolvierte, eigentlich eine, ich würde sagen, mindestens 95%ige Sicherheit, doch irgendwo eine Stellung zu bekommen. Und die einzige Stellung, die mir angeboten wurde, war Mitarbeiter in einem Kulturhaus auf Rügen. Also so weit weg, wie es nur ging. Und das habe ich nicht gewollt. Und ich habe dann 2 Jahre mich über Wasser gehalten, habe alte Instrumente unterrichtet. Und ich bin immer 2 Tage pro Woche in Leipzig gewesen, habe alte Instrumente unterrichtet, habe hier in Weimar Rezensionen geschrieben und eben sozusagen mit fliegender Feder die Dissertation geschrieben und mein Doktorvater Heinrich Bessler hat da, ja, ich glaube, er war sehr nachsichtig mit mir, aber wir haben uns gut verstanden. Nein, es ging ja immer noch der Wunsch, nicht aus Ihrem Kopf heraus Dirigent werden zu wollen. Ja, ja. Und
Sie haben das im Grunde auf einem Umweg, einem sehr eleganten Umweg. Ja, nee, das ist ja, das ging eben ganz gut. Ein Freund von mir war in Rudolstadt, das war ein ganz kleines Theater. Und es war nicht weit von Weimar entfernt. Das war für mich aus privaten Gründen wichtig, weil zwei meiner Geschwister waren inzwischen nach dem Westen und ganz plötzlich war mein Vater gestorben und ich wollte nicht weit weg von meiner Mutter. Und in Ruderstadt, das ist wirklich ein kleines Theater, wurde plötzlich eine Position frei, die mein Vorgänger, mit dem ich befreundet war, ist der Wolfgang Markgraf, der später hier Rektor gewesen ist, der war eben dort Repetitor, der war Dramaturg und bei mir kam noch dazu auch Repetitor und Dramaturg und dann habe ich Schauspielmusiken komponiert und habe das Aussichtscellist im Orchester gespielt und habe jeden Morgen ungefähr ab 7 nur wie ein verrückter Klavier geübt, natürlich, weil ich mich immer noch am Klavier nicht gut fühlte. Aber immerhin war eben in so einer kleinen, in Anführungsstrichen, Klitsche, war natürlich so eine Multifunktion viel leichter möglich als in einem großen Haus. Also im Grunde verdanke ich, und ich bin nach 2 Jahren dann in Ruderstadt bereits erster Kapellmeister gewesen und habe das die Dramaturgie gelassen, habe das Komponieren, das habe ich noch weitergemacht, aber das ist alles angewandte Musik, ist alles weg, ist auch gut so. aber das, es war eben einfach, ich habe dort alles gelernt. Das ist und das ist für so einen Theaterbetrieb wahnsinnig wichtig. Und das lernt man natürlich in so einem kleinen Haus besonders gut, in dem wir immerhin ja auch ganz groß, ich meine, wir haben auch Tosca und Jennifer und Don Giovanni gespielt. Und ich habe damals mit meiner Frau die Zauberin von Tschaikowski, zum ersten Mal, also ich habe sie übersetzt aus dem Russischen und wir haben dort die Uraufführung, war so ein riesengroßes Stück, was jetzt leider zu wenig, also manchmal noch gespielt wird. Und also wir haben wirklich große Sachen gemacht. Ich möchte sie heute nicht mehr hören, aber wir haben die auch eben nach Neuhaus am Rheinweg und nach Saalfeld und nach Pößneck gebracht, auf sie selbst in die kleinen Gasthäuser, die man gerade so eine Bühne hatten. Und das es war im Grunde eine Sorte von Theaterkultur, die es heute nicht mehr gibt. Ne? Ja, und Ihre Frau, die hat da auch mitgewirkt und dazu gibt es ja interessant zu sagen, Ihre Frau ist aus West-Berlin ausgereist in die DDR. Ja. In welchem Jahr war das? 1960 endgültig. Ja. Nein, wir haben uns ein Jahr vor dem Mauerbau. 1904, ja. Genau, ein Jahr vor der Mauer. Und also sie ist in die DDR gekommen, nicht der DDR wegen, sondern tatsächlich, das darf ich sagen, meinetwegen. Und sie ist dann ein paar Mal, also in Ruderstadt hat sie dann als Dramaturgin gearbeitet. Aber eben als Musikdramaturgin, weil ich wollte nicht, dass sie, sie hat an sich Germanistik in West-Berlin studiert bei vorzüglichen Leuten, die damals an der Freien Universität waren. Und das war ja nun sowieso ein wahnsinnig, für sie wahnsinnig schwierig, nicht? Und sie ist, ja, wir sind 1960 ist sie gekommen. Man muss immer dazu sagen, was jetzt furchtbar schwer noch nachvollziehbar ist und was sicher zu den Enttäuschungen im Osten auch mit beigetragen hat, später noch. Das ist das Moment der Hoffnung, dass da was sich ändert, war eben wahnsinnig stark. Wahnsinnig stark. Ne? Das ist, bei jede Kleinigkeit haben wir benutzt und ich meine selbst am, ich weiß ganz genau, an dem Tag, als wir plötzlich so durch das offizielle Radio gehört haben, jetzt ist Berlin also abgeriegelt. Die erste Reaktion von meiner Frau und so war, das werden die nicht durchhalten. Dass sie es dann doch sehr lange durchgehalten haben. Ich meine, im ersten Jahr von zwischen 60 und 61 ist meine Frau oft noch nach Hause gefahren. Aber später dann sind ihre beiden Eltern beide absehbar gestorben und sie hat sie nie wiedergesehen. Und wie sehr sie das traumatisiert hat, das wage ich selbst hinterher nicht mehr ganz zu entscheiden.
Ja, wir machen noch eine kleine Rückblende, weil Sie auch sehr eindrucksvoll geschildert haben, wie im Studium viele Bücher verboten waren, viele Musik zu spielen verboten war. Wurde das begründet oder war das einfach verboten? Nee, das wurde schon, im Begründen waren die ja gut. Ne? Im Begründen, ich meine, eine Zeit lang war es ja so, die Ungarn, die damals ja im sozialistischen Lager die Liberalsten waren und die am meisten riskiert haben, die interveniert haben, war selbst Béla Bartók nicht erlaubt. Ich habe einmal, weil ich ihn sehr verehrt habe und damals so Mikrokosmos gespielt habe, habe ich so ein Foto von ihm sehr vergrößert und im Zimmer meiner Klavierlehrerin in der Hochschule aufgehängt, das wurde sofort abgehängt. Ne? Und so, oder es wurde jemand exmatrikuliert, weil er den Ludus Tonalis von Paul Hinde mitgespielt hatte. So, nein, das war eben formalistische Musik und es sollte volkstümlich sein und man sollte möglichst die Themen, wenn der ideale Arbeiter aus dem Konzert nach Hause ging, sollte er möglichst alle Themen seiner Frau nochmal vorpfeifen können, sozusagen. Und wenn das nicht der Fall war, dann war das eben. Und so war es natürlich mit der Literatur auch. Ne? Und das war. Aber da wurde unter der Hand getauscht und so weiter, eben, nicht wahr? Also, ich meine, ich habe ja nur Gott sei Dank auch durch die riesengroße Verwandtschaft meiner Mutter, die im Westen, die adligen Leute waren ja alle nach dem Westen gegangen. Aber da gab es etliche Tanten, die zwar nicht wussten, wer Adorno ist, aber denen ich immer sagen konnte, den und den Adorno, den musst du mitbringen. Den musst du mitbringen. Und das, und oder ich meine auch Camus und Henne mit und Sartre, das, was das damals alles aktuell war. Und das war eben damals natürlich für uns eine unglaublich intensive Auseinandersetzung. Das wollten alle wissen, das heißt, ging. Ich habe jetzt die Pest von Sartre, die kannst du haben, aber übermorgen musst du fertig sein, dann will nämlich der das haben. Und dann haben wir und so. Über Nacht. Das war sehr unheimlich intensiv. Später ging es uns natürlich so, auch mit den letzten Büchern von Bloch, die in der DDR gerade noch veröffentlicht waren. Da gab es ja immerhin Prinzip Hoffnung, erster Band. Und so sind ja hier noch erschienen. Und also diese Sorte von intensiver Auseinandersetzung oder auch mit einzelnen Ausnahmen. Plötzlich, ich hatte einen Freund, der war Assistent der Musikgeschichte und er sagte, du, ich habe da alte Langspielplatten entdeckt mit der Psalmsymphonie von Stravinsky. Dann haben sich eben so Zähne zusammengesetzt, nämlich Stravinsky war natürlich das allerletzte, ne? Und dann wurde das gehört und das war eine völlig zerkratzte Platte. Aber wir haben die so und so oft gehört und da wurde drüber diskutiert. Das heißt, es war eine sehr intensive Auseinandersetzung, die in einer Welt, in der man alles machen kann, so kaum noch vorkommt. Das ist was ganz Schwieriges. Ja, das kann ich nachempfinden. Sie haben dann sehr viele unterschiedliche Positionen gehabt an verschiedensten Häusern in der DDR, ja. Als Dirigent und ja. Als dann kommen Sie dann 1981 zurück nach Weimar. Ja, genau. Ja. Da ich habe eine ziemliche Rundfahrt genau. gemacht. Meine erste Position als Chef war im Stendal. Da, wo ich großes Glück hatte, das war auch ein kleines Haus, aber da war so eine, was in der DDR vorkam, da war eine nicht große Gruppe von engagierten jungen Leuten beieinander und zu denen ich eben gestoßen bin und die dann auch mir zuliebe wahrscheinlich geblieben sind, aber irgendwann zerfiel das natürlich. Wir haben dort sehr schöne Sachen machen können und dann war ich in Potsdam. In Potsdam hat dann die Partei mal schwer zugegriffen und hat mich politisch so fertig gemacht, dass ich von mir aus einfach geschmissen habe. Ich bin dann 3 Jahre freiberuflich gewesen. Und dann, ja, dann bin ich nach Stralsund gegangen. Nach Stralsund haben sie mich gelassen, es war ja wieder weit weg. Und von Stralsund aus hat mich ja dann die Dresdner Kapelle engagiert. Die Dresdner Kapelle, die ließ sich ja bei ihren Dirigenteninteressen
von der Partei nicht reinreden. Das war schon sehr interessant. Ich habe dort nur ein ganz kleines Konzert dirigiert. Und dann haben sie mir, ich war da nicht der erste Mann, gar nicht. Ich war genau genommen der Dritte in der Hierarchie. Aber ich hatte eben doch die Gelegenheit, plötzlich mehrere Jahre lang ständig die Dresdner Staatskapelle zu dirigieren. In allem, von Konzerten, weil sie gemerkt haben, dass ich Konzerte manchmal ganz gut erläutern kann, da haben sie mir die Konzerte angeboten und dann sämtliche Opern, die ich dann oft übernehmen musste, bis hin zu Balletten, alles dirigiert. Also darum, es war nochmal so eine richtige Hexenküche, durch die ich da gezogen bin. Und von da aus bin ich dann 81 hierher gekommen. Und wo man sagen darf, die Staatskapelle wählt dann ihren neuen Chef. Ja, und da hat natürlich die Partei immer versucht reinzureden und das hat die, und das, die mussten alles geschehen. Ich meine, denken Sie mal, ich meine, die Partei hat immer wieder, später war ich mit ihm sehr befreundet, immer wieder wollte die Partei den Kurt Masur dort als Chefdirigent. Kapelle, er hat da einmal eine Opernaufführung ziemlich in den Sand gesetzt. Damit war Kurt Masur für die Kapelle erledigt. Das war schon interessant. Und das haben die durchgestanden. Die haben im Grunde keinen DDR-Dirigent, mit Ausnahme, aber das war auch kein Dirigent. Da zwei Jahre, wo die Kurt Sanderling dort Chef war, haben sie keinen Dirigenten aus dem Osten als Chefdirigenten gehabt. Ne? Das haben sie. Und ob das immer so richtig war, ist eine andere Frage. Aber dass das möglich war, das ist natürlich ein toller Ausweis für die Durchsetzungsfähigkeit des Orchesters. Ne? Ja. Aber Sie haben dann im Lauf der 70er und Anfang der 80er Jahre ständig wachsende Stufen von Repression erlebt, persönlicher Art und auch beruflicher Art auch, oder war das nur auf das Persönliche beschränkt? Also die DDR wurde Ihnen immer suspekter und für Ihre Frau war das ja genauso. Sie hatten eine kleine Tochter. Ja. Nein, meine Frau sagte immer, wir wollen die Tochter eigentlich unter diesen Bedingungen nicht groß werden lassen. Ich muss natürlich eins dazu sagen, wir Musiker haben es ja unter den Künstlern vergleichsweise noch am besten gehabt. Die Schriftsteller und auch die bildenden Künstler haben es schlimmer gehabt. Insgesamt, das muss man einfach so sagen. Das geht damit los, dass man eben in der Musik ja nicht ganz genau weiß, was bedeutet sie denn. Ne? Also ich meine, die musikalischen Definitionen dessen, was sozialistischer Realismus ist, die waren ja, also das waren ja eigentlich nur also Witznummern, weiter nichts. Das ist gut, aber ich habe natürlich öfters auch was geschrieben, nicht? Unter anderem das von Ihnen schon erwähnte Buch über Mittelalter, das eben auch auf eine DDR-typische Weise entstanden ist. Ich habe dann mal wieder einen Vortrag gehalten, ich glaube, in Berlin. Und da ist der damalige Verleger des Union Verlages, das war der Verlag von der CDU, es gab ja auch eine CDU in der DDR, die zwar zu den sogenannten Blockflöten zählt, aber immerhin, in diesen Verlagen gab es ja so eine kleine Widerstandsnester. Und der sagt dann nach dem Vortrag, ich will von Ihnen ein Buch. Egal, Sie können schreiben über was, am liebsten über Bach. Ich sage, über Bach schreibe ich nicht. Ich laufe nicht barfuß auf einem Kilimanjaro, das lasse ich sein. Und dann sagt er, ich habe nur eine Bedingung. Es muss ein Buch sein, was die Bonzen ärgert. Und an dem Abend haben wir dann nach meinem Vortrag noch ein bisschen fröhlich gepichelt. Und dann hatten wir bereits den Titel, nämlich Mönche, Bürger, Minnesänger. Ich habe gesagt, gut, ich weiß über Mittelalter Bescheid und ich bin wahrscheinlich in der DDR ziemlich der Einzige mittlerweile, meine Freunde waren da alle schon nach dem Westen gegangen, mit denen ich musiziert hatte, ne? Und die bei Bessler auch promoviert hatten. Und ich habe gesagt, ja, das überlege ich mir. Und es hat ja tatsächlich die Bonzen geärgert. Ne? Sieht sie, also die gab es dann gleich eine Rezension in einer von den Parteizeitungen. Wo sind die Bauern? Ne? Wo sind die Bauern? Ich sage, die Bauern haben eben leider im Mittelalter nichts aufgeschrieben. Ja. Ne? Und so. Und so ging das los. Und dann auch ein paar andere Beiträge. Ich habe im Beethoven Jahr 70, das fiel ja in die Zeit, wo ich keine Position hatte, habe ich das
auch veranlasst durch so ein Widerstandsnest, das inne. Das war eine Redaktion bei Radio DDR Kultur. Da saßen ein paar unheimlich interessante Leute, die immer ganz genau wussten, wie viel man riskieren konnte. Und die haben gesagt, wir halten dich finanziell über Wasser, was materiell natürlich auch schwierig war. Mein Vater war längst tot und meine Mutter war ja auch schon gegen Ende ihrer Tätigkeit. Und wir bieten dir an, 10 Sendungen mit Beethoven-Analysen, jede Sendung 2 Stunden. Das ging damals. Das ging damals. Und die habe ich auch gemacht und die sind auch gesendet worden. Hat mich natürlich sehr beschäftigt. Und dann kam das Echo sofort auch vom deutschen Verlag. Mensch, das hat so ein Echo, da machen wir ein Buch draus. Gesendet worden ist es. Aber als es dann als Buch vorlag, ist es verboten worden. Also, und Wahnsinn. So ist es mir auch schon in meinem ersten Engagement mal gegangen, ne? Also in Ruderstadt, da gab es ja einen Winter, wo in der DDR keine Kohlen mehr da. Es gab aber einen Ort in Ruderstadt, wo man heizen musste. Das war natürlich das Schloss wegen der Gemälde und so, um die Atmosphäre. Und da hing da ein Musikarchiv dran. Und da gibt es ja eine große Musiktradition. Und da ich ja nur im Theater nichts zu tun hatte, weil das Theater war zu, habe ich dann dort gesessen und habe eine kleine Musikgeschichte Ruderstadts geschrieben. Da gibt es ein paar große Lichtpunkte. Immerhin selbst Richard Wagner hat dort mal gastiert. Ne? Und das ist so ein Heft geworden. Und das wurde verboten, weil ich die jüngsten Entwicklungen nicht enthusiastisch genug gefeiert hätte. Ja. Also gut, damals hat mich das schon sehr getroffen, weil mir klar war, wie schwierig das ist. Und ich habe eben auch später Schwierigkeiten gehabt, als ich zum Beispiel vom Ausland, also öfters aus Japan oder aus Skandinavien, als Gastdirigent eingeladen wurde, dann wurde das von der Künstleragentur der DDR negativ beschieden, ohne dass ich überhaupt benachrichtigt wurde. Als ich nach der Wende dann mal in Japan war, dann sagte mir, also da, obwohl die Japaner doch dann sehr freundlich sind, sagte dann einer, also der Direktor vom NHK sagte zu mir, eigentlich müssten wir auf Sie böse sein. Sie haben doch 2-mal ein Engagement zu uns abgelehnt. Ich sage, habe ich nicht erfahren. Aber mit der Staatskapelle gab es dann Gastspiele. Ja, da mussten sie mich lassen. Das hat die Staatskapelle durchgesetzt. Ich hatte ja zum Beispiel, habe ja dort mehrere Uraufführungen dirigiert, unter anderem den Schuhu vom Udo Zimmermann mit diesem sehr schönen Libretto von Peter Hax. Eigentlich mit das Poetischste, was da guter Hax geschrieben hat. Ne? Und es war eine hinreißende Inszenierung vom Harry Kupfer. Und die wurde zu dem Opernjubiläum nach Hamburg eingeladen. Und die in Hamburg wollten unbedingt etwas haben aus der DDR. Das fand ich sehr schön. Also damals war wahrscheinlich Christoph von Dohnányi der entscheidende Mann dort. Und das hat Dresden zugesagt, ja, aber Gülke kann nicht fahren. Gülke ist ja gesperrt. Der ist ja doch... damals waren schon meine beiden Schwiegereltern gestorben und ich war auf der Abteilung Inneres ein paar Mal so geplatzt und ich war sozusagen als Staatsfeind ganz klar. Persona ingrata, ja. Und da hat die Staatskapelle gesagt, das ist so ein schweres Stück, so mit aleatorischen Verabredungen und da musst du mit dem Finger dirigieren und so und da musst du den, also wirklich ein sehr schwer zu dirigierendes Stück. Entweder fahren wir mit Herrn Gülke oder wir fahren gar nicht. Die Staatskapelle hat gesagt, das Stück findet nur mit dem statt. Und das hat die Staatskapelle durchgesetzt. Ne? Und da bin ich dann eben in Hamburg, es war zum ersten Mal, dass ich in Hamburg dirigiert habe. Ja, und dann gab es wieder Hamburg. Dann gab es Hamburg noch einmal. Mit Fidelio. Das war dann das Dritte. Dazwischen gab es dann noch eine andere Zimmermann-Uraufführung, die ich mit den Hamburgern machen konnte. Die haben eben gemerkt, dass ich doch ganz gerne zu Frau und Kind nach Weimar zurückkam. Ne? Und dann war eben Fidelio. Dann hat Hamburg plötzlich angerufen.
ob ich eine Fidelio-Serie übernehme. Also es waren 6 oder 7 Aufführungen, die jeweils so 2, 3 Tage auseinander lagen ungefähr. Und das war in einer Zeit, da war ich mit der Staatskapelle gerade von einer Westtournee zurückgekommen und natürlich auf dieser Westtournee haben sich ein paar Leute abgesetzt und das wurde mir in die Schuhe geschoben, ist ja klar. Also ich war damals mehrmals zu Gast bei der Stasi und das war nicht schön. Ich will dazu nicht weiter sagen. Das war nicht schön. Und genau in dieser Zeit kam der Anruf von Hamburg und ich habe gesagt, na, ich, also Fidelio, den kann ich auch rückwärts regieren, aber ich glaube nicht, dass ich einen Pass kriege, um zu euch zu fahren. Das war aber die Zeit wahrscheinlich, wo die DDR ja hinter jedem Pfennig harter Währung hinterhergelaufen ist. Und wir mussten ja von unseren Honoraren, die wir drüben hatten, das hatten wir auch zum Beispiel Peter Schreier und der Theo, mit dem Theo Adam, mit dem ich sehr befreundet war, hatten mir schon gesagt, du kannst da kaum von deiner eigenen Garde leben, so viel musst du abgeben. Na, also jedenfalls habe ich den Pass gekriegt und bin dann eben 3, 4 oder 5 Mal das, ich habe einen gewissen Erinnerungsschwund, diese Zeit ist zu innervierend hier, bin ich hin und her gefahren, mit einem etwas vollen Koffer hin, mit einem etwas leeren zurück. Da gab es den Plan schon, der Ausreise. Und da, nein, wir im Grunde, war, und das war im Frühjahr 83, im Grunde hatte ich meiner Frau im Sommer 82 versprochen, du, ich nehme die nächste Gelegenheit wahr und wir müssen das Risiko eben nehmen. Manchmal hat es ja Jahre gedauert. Ne? Am Schluss hat meine Frau mich hier nicht weit von hier im Bus verabschiedet, beim letzten, also vor meinem letzten Fidelio, und hat gesagt, ich will dich hier nicht wiedersehen. Ne? Das war es dann auch. Ne? Und die durften dann nach einem Jahr nachkommen. Das war, hing nur wieder mit Geld zusammen, nämlich damals hat ja Kohl jeden, der rausgelassen wurde aus der DDR, da gab es ja Kopfgeld. Ich habe es Gott sei Dank nie näher erfahren, wie viel da und was da, aber dass das eine Rolle gespielt hat bei meiner Frau, das glaube ich schon. Ich hatte an sich gute Helfer im Westen, also einer meiner adligen Vettern war Mitschüler vom Grafen Lambsdorff, vom alten Grafen Lambsdorff gewesen und der hat sich rührend gekümmert und noch ein paar andere. Also das um Mithilfe bei der Sache konnte ich mich wirklich im Westen nicht beklagen und konnte ja auch beim Musikwissenschaftlerkollegen zunächst unterkriechen. Das heißt, ich hatte ein eigenes Zimmer und konnte dessen Bibliothek benutzen, konnte schreiben und nach einem Vierteljahr hatte ich ja bereits die ersten Einladungen besonders nach Wien. Ich habe dann in Wien ja viel dirigiert. Und dann kam die Familienzusammenführung 1984 und dann eben ein Leben im Westen. Wie kommt das denn, dass Sie dann später wieder zurück nach Weimar gekommen sind? Naja, das erklärt sich natürlich auch dadurch, dass meine Frau ist jetzt schon fast 12 Jahre tot. Und wir waren zuletzt in Berlin. Meine letzte feste Position war ja eine Professur in Freiburg. Also das, was ich nie studiert habe, nämlich Dirigieren, habe ich aber dann unterrichtet. Ne? So ist das. Und im Grunde so ein bisschen auch als Wiedergutmachung. Nachdem das beendet war und ich natürlich auch ins Rentenalter gekommen war, habe ich gesagt, du, wir ziehen nach West-Berlin. Da hatte sie auch noch eine Schwester, die beiden Schwestern waren eigentlich sehr innig verbunden die ganze Zeit. Und dann sind wir eben noch nach Zehlendorf gezogen. Meiner Frau ging es dann schon, aber nicht mehr so gut. Also im Grunde hat sie sozusagen diese Rückkehr als solche nicht mehr wahrgenommen und nach dem Tod, nach ihrem Tod, was sollte ich in einem gemieteten kleinen Häuschen allein, das in Berlin, und ein Großstädter bin ich sowieso nie gewesen.
doch eher ein Provinzler, wie wir DDR-Leute irgendwie alle. Ne? Und ich habe mich eigentlich dann ziemlich schnell entschlossen nach Weimar zurück. Doch es zog mich natürlich auch nach Weimar zurück. Nur habe ich ja hier nur noch zwei jüngere Schwestern, die sozusagen verhindern, dass meine senile Verwahrlosung zu schnell geht. Ne? Und das ist nicht zu spüren. Nein, nein. Ja, aber das und ich bin sehr froh, dass ich mich ziemlich schnell, ich bin genau ein Jahr nach dem Tod meiner Frau, bin ich dann hierher zurückgezogen und fühle mich hier wohl. Das ist schön. Und es ist offenbar auch wieder ein Ort geworden, wo Sie kreativ sein können. Ein letztes Buch ist entstanden. Ja. Eingangs habe ich es schon angedeutet. Worum geht es in dem neuen Buch? Wie soll es heißen? Also es geht ja gut. Der Titel heißt Von geschriebenen Noten zu klingenden Tönen. Und dahinter steckt ein bisschen die Allergie eines an sich erstmal praktisch Musizierenden gegenüber Musikbetrachtungen, die Formen, Architekturen, Themen, Durchführung, also die mit Benennungen arbeiten, die eigentlich bei denen immer im Hintergrund steht, das ist eine gelesene Musik. Das ist nicht die Musik, das ist ja nicht die reale Musik, nämlich die klingende Musik, die natürlich unendlich viel schwerer zu beschreiben ist. Ich meine, es gibt literarisch wunderbare Beschreibungen von Musik, aber schwer, sauschwer ist es ja. Ich meine, Thomas Mann oder ich meine die frühen Romantiker oder Nietzsche, ne? Nietzsche oder zum Teil auch Schopenhauer, das ist, da gibt es ja nur erstaunliche oder später eben Bloch, Adorno. Ne? Aber man muss es, ich habe bei meinem Kollegen Musikwissenschaftler oft gesagt, ich weiß, dass es schwer ist, aber ihr solltet wenigstens ein schlechtes Gewissen haben. Wenigstens das, nämlich weil es gibt ja, wo man sagen, Kollegen von mir, die wirklich in Bezug auf strukturelle Auskünfte makellos und einwandfrei tatsächliches machen. Und trotzdem ist das nicht die Musik, das ist gefrorene Musik, die da vorführen. Und das ist der, wo man sagen, das ist der Hauptimpuls gewesen. Da gibt es ein Anfangs- und ein Schlusskapitel, was mehr so ins Allgemeine geht. Und dann gibt es aber zwei Kapitel dazwischen, ein Kapitel, was fünf Musikern, die mir viel bedeutet haben und noch bedeuten. Zwei von denen leben noch, nämlich Blomstedt und Alfred Brendel. Ich dachte einfach, es muss mal das Porträt eines Musikers. Und dann eine, weil sie gerade auch vorhin auf die jüdische Frage kam. Wir waren, meine Frau und ich, wir waren sehr befreundet mit Dina Ogorskaja, einer ganz großen jüdischen Pianistin, die mit vor jetzt fast 5 Jahren, mit 46 Jahren gestorben ist am Krebs. Und wir hatten beide parallel Krebs, die Familien waren innig befreundet und wir haben uns gegenseitig immer, immer Trost zugesprochen. Und Dina hat mir immer gesagt, dein Krebs ist ja viel schlimmer, Mann, aber so war es natürlich nicht. Und die ist eine wirklich große Pianistin gewesen, über die habe ich allein 20 Seiten geschrieben. Und dann noch über den alten Sanderling, das war mir auch ganz wichtig. Und dann über einen Orchestermusiker. Ich dachte, das muss auch vorkommen. Solisten, ja. Und Dirigenten kennt man alle bei Namen. Ja. Aber in den Orchestern sitzen zum Teil wahnsinnig gute Leute, die man alle nicht kennt. Und da dachte ich, also ein früherer Solobratscher, der 37 Jahre Solobratscher der Dresdner Kapelle war, mit dem ich am Schluss ein ganz nettes Verhältnis hatte. Ich dachte, dass so ein Porträt muss da mal rein. Nicht immer nur die, die man sowieso schon kennt. Ne? Und dann gibt es ein Kapitel mit 38 Analysen von Werken, die gehen von mittelalterlichen Motetten, die ich ja nur gut kannte, bis zu Helmut Lachenmann, also bis zu schwieriger Musik, wo ich eben versuche, eben diese Analyseform, eben erlebte Musik, eben auch die Umstände, die dazu geführt, die biografischen Umstände, ne? Hat ja nur auch. Und das sind sehr, sehr unterschiedliche, sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Meistens keine langen Kapitel, aber wie gesagt 38. Aber das Ganze ist nun doch so ungefähr auf 300 Seiten gekommen.
Den Rest werden wir sehen in ein paar Wochen. Ja, wir freuen uns jedenfalls, wenn Sie dann das Buch in Weimar präsentieren, hoffentlich. Ja. Na, da muss man mal sehen, ob das in Weimar der Fall sein wird. Ne? Unbedingt. Ich ja, ja, also kann man dafür sorgen. Ja. Das heißt ja nicht, dass es nur in Weimar vorgestellt werden muss, aber ein Punkt wäre doch schön. Ja. Ja, ja. Ja, nein, nein. Ja, ich danke Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch, Herr Gülke. Und bleiben Sie weiter so, wie Sie sind. Das war Literaturland Thüringen im Radio. Sie hörten ein Gespräch, das Annette Seemann mit Peter Ludwig Gülke führte. Eine Produktion des Thüringer Literaturrates 2024 mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei.